Genau, Freunde des Internets, ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5. Und zwar möchte ich heute mal etwas diskutieren, nämlich ob das Release-Date von GTA 6 tatsächlich in GTA 5 schon versteckt ist. Ja, was es damit auf sich hat, das werde ich in diesem Video natürlich erklären. Bevor ich damit aber anfange, fände ich es immer richtig cool von dir, wenn du mir auf diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lässt oder mich auch kostenlos abonnierst für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und gut, bevor ich jetzt auch noch mal Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen. Also, wie bereits gesagt, heute möchte ich einfach mal diskutieren, ob das Release-Datum von GTA 6 tatsächlich in GTA 5 versteckt ist. Denn in der Vergangenheit hatten wir das ja schon ziemlich oft, dass Rockstar Games wirklich immer viele Sachen in ihren GTA-Spielen versteckt, die auf das nächste GTA-Spiel hinweisen. Da hatten wir zum Beispiel in GTA 4 schon ein Werbeplakat, da stand drauf, See you in Los Santos, und ja, das Spiel danach. Nach GTA 5, das hat dann hier in Los Santos gespielt. Oder man hat doch in GTA 4 in einem Freizeitpark ein riesiges Bild gesehen, tatsächlich von Los Santos, von der Skyline. Oder auch in GTA 3 wurde zum Beispiel auch wieder GTA 4 angeteasert. Ja, und all solche Sachen hatten wir halt schon, dass halt in einem GTA-Teil immer der nächste GTA-Teil schon in irgendeiner Form angeteasert wurde. Entweder wurde die Location angeteasert oder das Erscheinungsdatum wurde angeteasert oder irgendwas anderes wurde angeteasert. Und das lässt halt wieder Raum für Spekulationen offen, ob vielleicht das GTA 6 Release-Datum oder vielleicht das Release-Jahr auch in GTA 5 versteckt ist. Denn ich habe ja schon mal in einem anderen Video etwas angesprochen, nämlich dass am Flughafen in Los Santos bzw. in GTA 5 es ja so ein paar Türen gibt. Und auf diesen Türen steht halt einmal die Zahl 2013 und die Zahl 2021. So, und im Jahre 2013 erschien ja GTA 5. Das heißt, das ist das Release-Datum von GTA 5 gewesen. Und halt auf den anderen Türen steht halt GTA 21 steht da drauf. Nee, steht da nicht. Leider. Aber auf den anderen Türen steht halt drauf 2021. Und jetzt kann man ja natürlich überlegen, oh Mann. Wow. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was ist denn dieses 2021? Ist das vielleicht doch das Release-Datum von GTA 6? Weiß man natürlich nicht. Sind alles nur blanke Spekulationen, keine Frage. Es sind alles hier keine Beweise. Aber tatsächlich kann man ja drüber nachdenken. Also es könnte halt irgendwie schon hinkommen. Ja, aber jetzt bin ich halt letztens auf etwas Neues gestoßen, von dem ich tatsächlich noch nichts gewusst habe. Denn das befindet sich in Fort Zancudo, in der Militärbasis. Denn dort gibt es so einen Prop. Also es ist irgendwie so ein Viereck. Kasten, sieht irgendwie so aus, als ob da Raketen oder sowas gelagert werden. Weiß ich tatsächlich nicht, was das sein soll, aber auf jeden Fall gibt es halt diese komische, ominöse Kiste in der Fort Zancudo, und da steht halt an der Seite so ein kleines Schild dran, und da steht halt drauf DCYM02UMC und dann 4/29/19, und das ist halt in so einer Datumsschrift geschrieben, also 04/29/19, und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ihr sagt jetzt, was, der 4/29/19, so, wusste nicht, dass es 29 Monate gibt. Ist richtig, Leute, gibt keine 29 Monate, aber es gibt eine andere Schreibung der Jahreszahlen einfach. Ihr wisst ja, in Deutschland schreibt man zum Beispiel den 6. Dezember 2017 als 06/12/17, also die 6 steht für den 6. Tag, die 12 steht dann für den Dezember und dann die 17 am Ende steht dann für das Jahr. Aber in Amerika ist tatsächlich manchmal der Tag mit dem Monat vertauscht. Das bedeutet, der 6. Dezember 2017 ist dann nicht 6/12/17, sondern 12/6/17. Das bedeutet, der Monat steht als erstes, dann kommt der Tag und dann kommt das Jahr. Also nochmal zusammengefasst, in Deutschland haben wir Tag, Monat, Jahr, und in Amerika hat man Monat, Tag, Jahr. Also da ist einfach ein bisschen umgestellt, und deswegen ist es nicht der 4.29.19, sondern der 29.04.19, wenn wir es einfach mal in die deutsche Sprache, sage ich jetzt, einfach mal besetzen, und das wäre dann halt der 29. April 2019, wenn wir das Ganze einfach mal als Jahreszahl lesen. Und das ist natürlich die Frage, was ist denn da an diesem Tag am 29. April 2019? Wenn man einfach mal sucht, findet man auch nichts, da soll auch nichts passieren, da ist auch nicht irgendwas Besonderes, und vom Wochenende Tag her ist es leider auch ein Montag. Also es ist kein Dienstag und auch kein Freitag, weil ihr wisst ja, dienstags kommen fast immer DLCs raus von Rockstar Games, und freitags werden halt meistens Spiele released von Rockstar Games oder auch generell bei anderen Spieleentwicklern, zum Beispiel Red Dead Redemption 2, das kommt halt an einem Freitag raus. Aber leider Gottes ist halt dieser 29. April ein Montag und somit halt kein besonderer Tag in der Zeitrechnung von Rockstar Games so gesehen. Und deswegen weiß ich auch nicht, was dieses Datum
Release-Datum sein soll. Ist es wirklich das Release-Datum von GTA 6 oder ist es irgendwas anderes? Und da muss ich halt sagen, ich denke, dass es irgendwie nicht das Release-Datum von GTA 6 ist, weil zum Beispiel bei GTA 5 hatten wir das, da wurde schon im Jahre 2010 tatsächlich GTA 5 angeteasert und 2011 kamen dann schon die ersten Trailer und so. Das heißt, man hatte fast 3 Jahre Vorsprung. Also heute wurde es angekündigt und 3 Jahre danach ist es erst erschienen und ja, der 29. April 2019, der ist ungefähr in 1,5 Jahren, ein bisschen kürzer als das und ich persönlich denke nicht, dass das auch nur annähernd reichen würde, noch da Promo für GTA 6 zu machen, weil GTA 6 soll natürlich auch wieder ein riesengroßes Spiel werden und ich meine, im Oktober kommt erst Red Dead Redemption raus, das bedeutet, ein halbes Jahr später würde schon GTA 6 rauskommen, finde ich persönlich mehr als nur unlogisch und deswegen denke ich nicht, dass das Release-Datum von GTA 6 ist, aber ich denke trotzdem, dass an diesem 29. April 2019 irgendetwas Besonderes passieren wird, irgendwie eine Ankündigung oder irgendein DLC oder sowas. Ich denke einfach nicht, dass einfach dieses Datum nur so aus Langeweile hier ist. Ich meine, es ist ja auch gar keine Vorschrift, dass hier irgendeine Zahl an der Seite steht oder so. Da hätte ja Rockstar Games auch einfach nichts hinschreiben können. Also, so wisst ihr, wie ich meine, das ist jetzt keine Vorschrift, dass da unbedingt ein Datum stehen muss. Von daher denke ich schon, dass sich Rockstar Games dabei was gedacht hat, als sie da diese Datumszahlen an die Seite geschrieben haben. Und wie gesagt, in der Vergangenheit haben wir halt schon oft gesehen, wie gerne Rockstar Games halt solche Sachen anteasern. Aber gut, das war es jetzt auch schon mit dem Video und mit diesem kleinen, ich sag einfach mal Easter Egg oder was es auch ist vielleicht, weiß ich nicht. Am 29.04.2019 werden wir spätestens sehen, ob da was dran war oder nicht. Und vielleicht hast du jetzt noch ein paar Spekulationen, dann schreib's ihm doch gerne mit dem Hashtag TeamSlack unten in die Kommentare rein. Und ja, bis wir uns jetzt auch also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.